Ja, ich habe auch noch zwei ganz kurze Lieder parat. Die wollte ich eigentlich am Samstag spielen. Und die spiele ich aber jetzt nochmal schnell. Wurde mir so angeboten. Wenn man schon so weit reist nach Berlin aus Gelsenkirchen, ja. Lebensmittel. Morgens aufstehen, 5 Minuten Terrine. Kippe anzünden, ab zur Kaffeemaschine. Routine, Gesundheit spielt kaum noch eine Rolle. Hoffentlich bleib ich in Zukunft von einer Krankheit verschollen. Suppen ohne Gemüse, Säfte ohne Obst. Die Industrie lässt grüßen und ob das Susi lobt. Überall Werbung für Fastfood und Schnellgerichte. Wir schauen zu dabei, wie sie die Welt vernichten. Regenwälder zerstören, Massentierhaltung betreiben. Pestizide mit Gift vor den Feldern vertreiben. Pharmazeutische Mittel, Essen mit. In den Abteilungen ist Atommüll. Kippen bis Fischen nur noch Atommüll. Und Jim, Dankeschön. Wir sind nicht nachhaltig, müssen uns daran gewöhnen. Selber zu handeln und Patente auf Nahrung stoppen. Neue Werte schaffen, denn noch ist alles offen. Setzt eure Masken ab, die neue Zeit beginnt ab jetzt. Jetzt. Wir fangen an und du seid ein nicht entsetzt. Viele haben gar keinen Plan, wir haben nur, wir werden vergessen. Unterdrückt ist die Wahrheit, nur bedrückt diese Zeit. Die Verblendeten, Desinformierten nicht. Ja, ich hatte in der Zeit, wo ich in der Friedenswerkstatt gewesen bin, viel Inspiration und hab deswegen auch dort viele Tracks produziert, konnte Texte schreiben, die ich sonst irgendwie nicht so schnell schreiben konnte. Ja, und in diesem Song wollte ich die desinformierten Leute auch ein wenig warnen. Glaubt nicht alles, was die Medien sagen, besonders NTV hat ja auch berichtet, was am Samstag gewesen ist, aber das war kein richtiger Bericht, das war kein Artikel, nix, das war ein Witz. Wer ist dieser Isjo Erich, oder wie der da heißt nochmal, ey, das war doch sowas von lachhaft, was ich da gelesen habe, Mann. Ehrlich, man kann doch nicht eine so große Friedensbewegung, ne, so eine, wie nennt man es nochmal, Plattform, die wir bieten, mit einem kleinen Artikel beschreiben, ey, das geht nicht, da muss man mindestens schon 10 Seiten schreiben, um das richtig zu analysieren. Yeah. 19. Juli 2014, was geht ab Berlin? Heute schreiben wir Geschichte, aufgeladen, voller Energie, denn was schon seit Jahren hier draußen abgeht, verdammt, immer viel mehr Fakten kommen ans Tageslicht, im Internet sei Dank, der Mainstream verliert nach und nach seine Glaubwürdigkeit, den letzten Dreck, der in die falschen Stelle Staub übrig bleibt, verkauft ihr als souverän, aber bei uns sieht es nicht mehr die letzte Chance, durchzudrehen, zieht über Friedensdemos her, doch immer mehr Menschen checken, wer ihr seid und was ihr tut. Weltweit wie gut von lauter Wut, die auch betrug. Gut genug haben wir davon schon mitbekommen. Schreiben wir uns mit dem Song. Bitte ich meine Gedanken gern direkt immer inmitten von Menschen, die nicht wollen, dass es bleibt, wie es ist. Weil der falsche Geist an Rücken mit der Zeit die befrisst. Müssen wir was bewegen? Wollen leben, müssen reden, was bewegen. Alle Regeln widerlegen, sich erheben und dann aufstehen, denn es wird langsam Zeit, damit wir uns aufstreuen, denn es wird langsam Zeit. Aufstreuen, denn es wird langsam Zeit, damit wir uns aufstreuen, dann kam es schon weit. Um andere Wege zu gehen, sich die Zähne zu nehmen, hat denn jeder von uns etwas an den Tag? Weil doch das Leben erleben, sich die Freiheit zu nehmen, denken sein Gesagt und was ich mag. 19. Juli 2014, was geht ab Berlin? Die Hater wollen uns spalten und am liebsten jeden umerziehen. Doch ihr besser wissen, habt mal gar keinen Plan. Kommunikationen mit euch scheiterten, den Rest können wir uns sparen. Vielleicht stecken sie mich grad in eine Schublade rein. Antisemit, Sexist, Begriff, irgendwas muss ich halt sein. Veraltete Denkmuster, Opfer von Ideologien. Mit lieber selbst bewusster Weisen auf der Philosophie. Yeah, analysiert ruhig alles, was ich sag, auf jedes Wort. Gesellschaftsmord, wer treibt ihn fort? Der Weltrekord, Import, Export, interessante, relevante Themen. Recherchier und danke den, die guten Quellen liefern. Dann können wir mal in die Akten sehen. Bist du bereit, wer produktiv? Untergrund, Multikulti, was over. Wir malen die Welt, Untergrund. Andere hocken zu Hause, und ich schause, und ich sause. Jede Klausel ist Banause, ich bin draußen, so kann ich laufen. Und dann aufstehen, denn es wird langsam Zeit, damit wir uns aufräumen, bislang kamen wir schon weit. Wir müssen nur aufräumen, bislang kamen wir schon weit. Damit wir uns aufräumen, bislang kamen wir schon weit. Um andere Wege zu gehen, sich die Freiheit zu nehmen, legt ja jeder von uns etwas an den Tag. Keine Verträge mehr sehen, sich die Freiheit zu nehmen. Denken uns einfach nach und das zu sagen, was ich mag.
Ja, der war leider immer noch nicht ganz sicher, den habe ich erst am Samstag aufgenommen. Den werde ich auch demnächst irgendwie releasen, weil der ist ja richtig auf den Tag gerichtet gewesen und deswegen wollte ich den unbedingt nochmal bringen. Ja, und es wird demnächst irgendwie in Facebook, in den Gruppen, ja, in den nächsten 2 Wochen erscheinen. Danke sehr, dass ich hier sein durfte, dass ihr da seid. Ist sehr super, dass wir uns weiterhin noch hier halten. Matthias, hier halten, wir wachsen, Alter, was ist mit dir los? Lea, danke dir für den Beitrag und ich kann dir noch von Künstler zu Künstler einen Tipp geben. Niemals am Ende sagen, oh, der Song, der war noch nicht ganz brillant, weil dein Publikum merkt das ja nicht, die haben Spaß dran. Weil nur der Künstler ist so streng zu sich selber. Aber geil.